Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation und Busa, beruhigen. Ich bin wieder in einem Spind, aber Freunde, schaut euch mal an. Ich habe mich hier schon vorarbeitet, habe das Terminal schon aktiviert und jetzt müssen wir noch hier links, 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 rechts und dann hier hin und dann wieder irgendwie zurück und dahin. Das müssen wir machen. Das haben wir in der letzten Folge nicht geschafft. Aber wir probieren es jetzt gleich nochmal. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Und ich werde nicht viel reden, weil ich muss auf die Geräusche achten. Hier überall gemacht werden, weil das Alien, ihr wisst, wie es abläuft. Es ist hier. Und immer da. Genau da. Wo wir auch sind. Okay, dann links. Ich hasse dieses Wichs-Alien. Wieso? Also ich finde es ja, ne, es ist ja schon vom Entwickler gewollt, dass man die ganze Zeit auf Spannung ist. Und das ist auch gut so. Oh, Speicherpunkt. Aber muss das Alien immer da sein, wo man ist? Es könnte auch immer so ein bisschen verzögert kommen, oder? Das wäre doch viel besser. Ja. Yes! Wenigstens ist hier schon mal ein bisschen weitergekommen, gespeichert immerhin. So, wo ist das Ding jetzt? Das ist auf der Etage, oder? Ich denke, das ist da oben, oder? Wir haben ja jetzt gespeichert, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm, falls wir verkacken. By the way. Heute gab's ein... Wo ist es? Ich glaube, es ist ja gerade unten, oder? Da wurde so ein Assassin's Creed, der 10.20. Trailer gezeigt zu Assassin's Creed Unity, was ich mir auf jeden Fall holen werde. Übrigens, wir sind ja, glaube ich, vollkommen falsch. Ne, wobei, nee. Analyse, boah, wir sind ja richtig. Und es läuft hier oben übrigens rum. Ich höre die Schritte. Ich glaube, es ist hier oben. Und ich muss ja sagen, Freunde, ich hasse es, wenn Entwickler lügen oder so, oder Publisher, was auch immer. Ich meine, wie... Es läuft hier oben, ne? Wisst ihr, wie es abgelaufen ist? Ubisoft hat gesagt, oh, wir haben jetzt die super-duper Grafik. Wir können tausende von Leuten abbilden. Und was nicht alles. Und dieser Gameplay-Trailer heute war ja wohl sowas von traurig. Alter, ist es hier. Ich hoffe, das sieht dann im Endspiel nicht so aus. Und ich hoffe, dass meine Grafikkarte noch durchhält, weil Alternate, wo ich die Grafikkarte bestellt habe, die haben mir jetzt gesagt, dass der Liefertermin unbekannt ist, was voll Premium ist. Und es ist auch Premium, dass das Alien herumläuft. Dürfen sie nicht bewegen. Jetzt habe ich da mein ganzes Geld da reingesteckt. Jetzt kriege ich da in 3-4 Monaten was oder wie. Das ist ein bisschen scheiße. Und warum läuft das denn jetzt genau auf der Etage rum? Das ist jetzt zumindest so ein bisschen übertrieben. Das ist so der einzige Kritikpunkt an dem Spiel. Ist eigentlich, dass das Alien immer genau da ist, wo wir sind. Wir schleichen ja. Ist ja nicht so, dass wir hier rumrennen. Wie die Behinderten. Das ist da hinten, da muss ich hin, also. Jetzt ist weg. So. Wir haben ja gespeichert, von daher so schlimm wäre es jetzt gar nicht, wenn wir jetzt gefressen. Alter. Mich an. Sind wir hier? Wir sind hier falsch, ne? Alter. Schön um diese Dinge herum. K.
keine Zeit, das hier zu lesen. Wer liest sich das durch, ey? Das ist echt... Wie soll man in dem Spiel was lesen? Alter, ja, Musik. Geht mir nicht auf die Nerven. Maximal angespannt gerade. Also ist. Da freue ich mich ja glatt auf die Civilization-Runde jetzt gleich mit meinem Kumpel. Verzieh dich. Ja, ich mach dir Schaden und jetzt geh mal wieder zurück, mein Freund. Und wie lange wollen wir das Spielchen hier noch machen? Jetzt geht's weg. Endlich. Ich will einen Speicherpunkt. Alter. Oh Gott, diese Kamera. Die piept halt dann und ich glaube, darauf wird das Alien auch aufmerksam. So, jetzt. Wo ist es gelandet? Nicht hier, oder bitte nicht? Warum schreibt jeder denselben? Was heißt Fix Aircon? Air Conditioner wahrscheinlich, ne? Fix Air Conditioner. Aber ganz ehrlich, sind die hier alle kaputt oder was? Was ist das für kaputte Alien? Die Kamera müsste das Alien auch erkennen. Das heißt, wenn die jetzt gleich rot wird, dann ist es da, aber es wird nicht rot. Dann ist es wieder weg. Komisch, komisch. So, weiter geht's. Mach ja absolut keinen Sound. Eigentlich dürfte das Alien überhaupt nicht wissen, wo wir sind. Aber. Da hinten steht's, ja. Warum kann ich eigentlich hier drin auch meinen Flammenwerfer nicht nachladen? Würde doch, da ist doch genug Platz hier. Okay, es ist genau rechts von uns. Und ich bete darum, dass da ein Speicherpunkt ist. Bitte. Ich warte jetzt hier noch ein bisschen. Sicher ist sicher, ich will es nicht verkacken, ey. Bitte ein Speicherpunkt. Sei so gnädig, Spiel des Todes. Bin mal gespannt, wie lange das Spiel hier noch geht. Mit Evil Within sind wir ja so langsam, würde ich noch sagen, 3 Stunden. Ja, sowas um den Dreh. Aber das hier, habe ich gelesen, ist ein viel längeres Spiel. Da war es ja ein bisschen ätzend, ganz ehrlich, weil ich keinen Bock habe, 3 Spiele gleichzeitig zu zocken. Assassin's Creed, Far Cry und hier Alien. Komm, wir gehen jetzt hier mal raus. Komm, gleich wieder weg mit dir. Ja, ich hab einen Flammenwerfer und verpiss dich jetzt mal wieder. Sehr gut. Okay, das hat man geschafft und kein Speicherpunkt. Das ist der Wahnsinn. Aber wir müssen ja nur hier zurück, ich glaube hier rechts. Und dann einfach wieder runter und speichern. Da wäre er da direkt. Das läuft hier schon wieder. Oh Gott. Freunde, Freunde. Was freut ihr euch eigentlich mehr? Far Cry oder Assassin's Creed? Ich hab mir von beiden Spielen so wenig Stuff wie möglich angeschaut. Ich weiß nur, Assassin's Creed, Paris, Französische Revolution und Schleichmodus, der schon viel länger in einem Assassinenspiel drin sein müsste. Das weiß ich über Assassin's Creed. Und über Far Cry weiß ich nur. Himalaya, oder? War das nicht Himalaya? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Schneelandschaften, normale Landschaften,
Tiger, Elefanten. Tiger gab es davor, glaube ich, auch schon. Elefanten und dieses ganze indische Zeug oder so. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Irgendwie so in die Richtung steht da immer noch, ne? Ich brauche ja gar nicht rausgehen. Ja, das ist... Wie es da rumläuft, wie so ein... Schmeißt doch alles Mögliche um und so. Hm. Es läuft hier noch rum. Wir müssen dahinter zu diesem orangenen Hebel. Und ich werde es auf keinen Fall verkacken. Da ist es wieder gekommen. Da war es wieder, das kleine Viech. Da geht die Aufnahme schon. Okay, okay, okay. So, es ist weg. Warten kurz und raus. Okay. Alter. Lass dir ruhig Zeit mit dem Ding. Mach ein paar mehr Geräusche am besten. Mal kurz hier rein. Alter. Nur noch darunter und speichern. Nur noch darunter und speichern und wir haben das erste Ding geschafft. Ich will nicht verkacken, Papa. Tja, es scheint nicht hier zu sein, aber... Das ist eigentlich fast viel schlimmer, wenn man nicht weiß, wo es ist. Weil plötzlich dann ploppt es irgendwo auf und dann, oh, da ist es. Und ich bin wieder tot. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ha. Ah ja, ne, wegen der Grafikkarte, die ich bestellt habe. Da freue ich mich ja schon drauf, dann Assassin's Creed mit meiner GTX 470 zu zocken. Die ist allerdings übertaktet. Und bisher lief jedes Assassin's Creed. Aber ich glaube, das werde ich tatsächlich auf Mittel spielen müssen. Ja. Das wird echt interessant. Also das werde ich dann auch sagen im LP, dass die ersten Aufnahmen halt qualitativ nicht so geil werden. Bis ich halt dann die Graka habe. Alter. Nur noch Speicher. Steck's rein. Und... Ja! Ja! Nice! Yes! Sehr gut! Sehr gut! Müssen wir denn jetzt hin? Einmal hier rum. Ne? Und dann nehme ich mal an der Zugang oder der Zugang oder der Zugang. Wir müssen auf jeden Fall hier zurück und den langen Gang laufen. So wie es aussieht. Aber wo geht's hier zum Beispiel lang? Ich schau mal da durch. Vielleicht ist das hier kürzer. Ah, ne, geht nicht. Boah, ich hasse diese Vents. Hier fühle ich mich viel sicherer, weil hier kann das Alien gar nichts gegen mich machen. Viel zu offen für das Alien. Da geht's auch nirgends irgendwie. Bestimmt gibt's einen kürzeren Weg, aber den werde ich sowieso nicht finden. Von daher, lieber sicher ist sicher. Boah, die Musik, da höre ich doch so wenig, wenn die Musik so laut ist. Ja. Puh, Freunde. 502 Flammenwerfer, Munition oder Gas, was auch immer, haben wir noch. Ist schon noch eine ganze Menge. Ach geil, das ist die Stelle, wo das Alien da in diesem verkackten Vent war. Das war ganz schön assi. Da habe ich den Rage Quit gemacht, genau, das war hier. Kann ich hier mal rein? So. Das war hier, Freunde. Sprengkapsel. Das kam dann hier irgendwo aus so einem... Hier kam das irgendwie raus oder sowas. Oder hier. Ich weiß nicht, irgendwo kam es durch. Wir gehen hier gleich raus, bevor wir hier dumm rumlatschen. So, links. Ne?
Ja. Boah, hier sieht man Selden so schlecht, ne? Ist aber gerade nicht da, tatsächlich. Was ein Wunder. Ist echt geil, dass gerade nicht da ist. Finde ich gut. Oh. Okay, und jetzt... Da rein, würde ich mal sagen. Ja. Die Kamera bewegt sich, das Geräusch, Alter. So. Alter, ist das dunkel. Okay, und wo ist es jetzt genau? Rechts. Alien lässt sich immer noch nicht blicken, das ist sehr cool. Das schaffen wir ja sogar alle beide heute. Das ist ja so awesome. Das ist gerade echt nicht hier. Wo ist das Ding? Da! Okay, jetzt nur noch speichern. Okay, und jetzt? Jetzt habe ich es doch geschafft. Ach nee. Okay, der Hauptschalter muss wieder aktiviert werden. Ich verstehe. Ha. Jetzt ist Alien wieder da. Okay, speichern müssen wir noch. Die Folge ist... Ich muss da immer so... Ja, da irgendwie, ich glaube, ihr habt euch mittlerweile daran gewöhnt, dass ich immer so vorbeischaue. Ich hätte aber ganz kurz hier... Euch das Bild ein bisschen heller machen, Freunde. Jetzt komplett schwarz. Schaut euch an, ey, wie ihr in meinen Weiß erstrahle. So, jetzt kommt sie sowieso gleich. Komm, Alien, komm. Es ist da. Aber es kommt nicht. Tja. Genau über uns. Rechts von uns. Rechts oben. Krüppelt sich so ein bisschen durch die... durch die Lüftungsschächte. Nur noch speichern. Nur noch speichern. Dann ist alles cool. Da bin ich wieder... Ich habe mir nicht überlegt, bevor ich hier aufnehme, ob ich lieber Evil Within aufnehme. Aber dachte ich mir, ich brauche jetzt wieder ein positives Erlebnis in Alien Isolation. Das wäre jetzt genau der richtige Moment. Übrigens, bevor jetzt manche sagen, auf dem Tracker ist doch auch dieser Balken anzeigt, wo ich hin muss. Freunde, da weiß ich doch trotzdem nicht, welche Gänge ich nehmen muss und wie ich am schnellsten dorthin komme. Da ist ja nur so eine grobe Richtung. Boah, Alien, jetzt verzieh dich doch einfach. Wenn das Alien, das... das ist wirklich der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel. Sonst wäre das Spiel so perfekt gewesen. Aber ich meine, jetzt ist hier unten. Ich bin diesem Spind. Das ist ein stinknormaler Spind von Tausenden in diesem Raum. Und der weiß, dass ich genau in dem Spind ist. Also er weiß es, gleichzeitig aber auch nicht, denn er, ne? Er ist in der Nähe, aber er weiß nicht, dass ich genau in dem bin. Jetzt läuft hier unten rum, irgendwo rechts. Was ich mir in so Spielen gerne wünschen würde, wäre sowas, aber es wird in Spielen halt niemals möglich sein. Nicht, bis jetzt ist es ja in Spielen immer so, man drückt eine Taste und es passiert irgendwas. Aber wie das Ganze passiert, das kann man nicht beeinflussen, weil ich würde zum Beispiel jetzt hier nicht einfach aufmachen und dann draußen stehen, dann würde so langsam aufmachen mit dem Flammenwerfer in der Hand und dann dem Alien einfach voll geben. Aber dazu müsste man irgendwie schon... Ach komm, ey, ganz ehrlich, raus hier. Alter, was ist hier? Oh yeah. Nicht mit mir, Freundchen. Ich habe einen Flammenwerfer, du hast gar nichts.
Hier sind wir überlegen. Und solange wir Flammenwerfer Muni haben, sind wir es recht überlegen. So, und jetzt links, ne? Ja. Wir müssen nochmal durch diesen Verkack... Moment, wo sind wir jetzt hier? Ah, okay, hier sind wir. Cool. Gab's hier nicht auch einen Speicherpunkt? Da, warte. Ja, da müssen wir rein. Und jetzt... Ja, ich muss da mal wieder draufschauen. Das ist ein bisschen ätzend, ich weiß, aber... Es hat mich gesehen. Oder? Lass mich hier raus. Alter, war das knapp. Jetzt rechts. Alter. Nur noch speichern. Ist alles cool. Alter, wisst ihr, wie knapp das war? Es hätte jeden Moment da reinspringen können, wo wir drin waren. Leck mich am Arsch. Speicher es. Speicher es. Geil ist auch, der Speicherprozess dauert ein bisschen. Man kann gekillt werden, bevor der zu Ende ist. Wisst ihr das? Gefahr naht, stand da gerade. Habt ihr das gesehen? Spiel speichern, Gefahr naht, stand da gerade. Die Aufnahme geht. 21 Minuten, Freunde. Damit ist die Folge beendet. Und wir werden sehen, was passiert, wenn wir da hinten auf den Hebel klicken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Dann steht es, ey Leon, ich beende die Folge. Ciao.